Herzlich willkommen, liebe Clasher, bei einer weiteren Folge Clash of Clans mit mir, dem Thorsten aka Toto, beim Clan True Warriors. Ja, ich hatte es ja schon angedroht heute in der Ostermontag-Folge, beziehungsweise gestern in der Ostermontagsfolge, dass wir den Clankrieg gegen die Hispania Top, gegen den Top-Engineered Clan nicht gewinnen können. Also man hat ihn nur hinterhergelaufen, die Kollegen waren einfach dann am Ende mit ihren RHL waren einfach besser und ich glaube, ich habe aber trotzdem nochmal einen guten Angriff hingelegt, hier vor allen Dingen mit dem Avatar, das muss ich mir nochmal in der Wiederholung anschauen, denn der war nicht schlecht, also ihr seht selber, solche Bases hatten wir zuhauf zu machen und ihr habt den ersten Angriff vom AFA ja auch live gesehen und wer es vielleicht gehört hat, mein Tablet hat den Sturz überlebt. Das ist ja, ich habe es also auch auf den Tisch geworfen, weil ich auch ein bisschen sauer war und habe gedacht, meine Herren, das kann es ja nicht sein hier. Aber auch in diesem Angriff mache ich eigentlich nicht alles richtig. Schicke da die Mauerbrecher dahin, wo der Magierturm steht. Das ist eigentlich schon Fehler Nummer 1. Aber was willst du machen, wenn du die Ecke rausgesucht hast? Und ich hatte mir den Gegner aber ausgesucht, weil mir ein bisschen die Clanburg entgegen kam, denn mit dem Bolan und dem King vorwiegend Bodentruppen, nämlich Valkyren und nur den einen Babydrachen da, dann das geht dann schon ein bisschen besser. Hab dann aber Glück gehabt, dass nämlich ganz wackere Jungs hier, nämlich, ich gucke mal ein bisschen näher rein hier, dass die wackeren Jungs hier hinten nämlich noch die zweite Lage gepackt haben, gerade so eben, also die sind nicht ganz drauf gegangen, das war wirklich super und so hatte ich hier zwei Hunde und dann noch viele, viele Ballons im Gepäck. Noch ein bisschen Allzauber dabei und habe eigentlich hier schon gedacht, ja, das kann was werden. Habe jetzt noch einen Riesen, den ziehe ich gleich. Den habe ich jetzt schon gezogen, weil ich Hoffnung hatte, dass der auf die Bogenschützentürme geht. Geht aber gar nicht, dass der die ablenkt und habe da schon gedacht, oh nee, das wird trotzdem wieder nichts. Ich habe aber so viel Lava-Puppies hier in der Base und in der Mitte steht nur noch ein einziger Tesla. Und jetzt sind es noch locker 5 Loons, die auf den Tesla losfliegen. Und das schafft er natürlich an der Stelle auch nicht mehr. Also waren das hier doch nochmal auch von meinem Avatar schöne 3 Sterne hier auf eine ziemlich harte Base. Ich muss echt sagen, der Gegner war wirklich hart. Aber man guckt sich ein bisschen vom Gegner an. Da könnt ihr gespannt sein mit dem Avatar, werde ich eine neue Base haben. Ja, also ich habe mir ein paar Bases vom Gegner angeguckt. So kann man es ja auch machen. Man muss ja nicht immer das Rad neu erfinden. Sondern guck mal, was hat der Gegner, wo haben wir uns schwer getan. Und bei den Bases, wo wir uns wirklich schwer getan haben, die kann man einfach mal nachbauen. Das machen jetzt nicht alle im Clan. Ich mache das aber, habe mir Screenshots gemacht und ja, so werde ich sicherlich mit dem Avatar vielleicht die ein oder andere Defense mehr einfahren. Wir haben aber trotzdem noch ganz gut angegriffen hier, auch im oberen Bereich ist es uns doch noch gelungen, so ein paar Zehner hier down zu machen. Und ich muss mal gerade gucken, wen ich denn eigentlich noch gemacht habe mit Thorsten. Mit Thorsten habe ich noch den hier gemacht. Ach nee, stimmt gar nicht. Ich habe mit Thorsten den 20er gemacht. Auch noch mit 3 Sterne, also die Base hier ohne. Das war die gleiche Base, die ich als RH9 gemacht habe. Das hatte ich ja schon gesagt. Nur der hier hat sie sich halt als RH10 gebaut, nämlich mit dem Rathaus einfach dahin. Aber ansonsten war die genau so wie die Rathaus 9 Base vom Design her. Und die habe ich mit Bolan geknackt. Naja. Darum soll es aber in der Folge gar nicht gehen. Es geht darum, dass ich mein King eigentlich machen wollte, 176.000. Und ich habe jetzt ein bisschen in der CB noch angespart, nämlich 9.255. Das heißt also, wir haben nicht genug. Wir haben nicht genug, da müssen wir was tun. Und ich habe mir einfach mal überlegt, ja komm, wir boosten mal so ein bisschen unsere Base hier. Und gucken mal, ob wir da nicht die restlichen... das restliche Dunkle noch mit reinfarmen hier. Ich booste die beiden auch mal, auch wenn ich die Zauber manchmal gar nicht brauche. Aber ich hatte jetzt auch so ein paar Juwelen hier aus den Büschen geholt und ich habe auch 100 Juwelen, glaube ich, bekommen. Genau, für das Event hier, für das Event mit den Magiern. Habe hier jetzt mal, ja, ich habe genau so nachgebaut, weil ihr wisst das selber, wenn man die
Truppen, so wie ich farme, immer in Reihenfolge baut, also 20 Riesen, 73 Kobolde, dann hat man immer so ein bisschen was über. Und eigentlich kann ich so einen ja auch nicht wirklich stehen lassen. Wir wollen ja auch noch ein bisschen was an unserer Base verändern, denn wir kriegen heute noch einen freien Bob. Also nehmen wir den ruhig mal mit hier, auch wenn der jetzt nicht so wirklich viel Dunkles für uns hat. Das ist jetzt an der Stelle mal nicht ganz so schlimm. Da müssen wir einfach mal durch. Und dann ziehen wir ihm das bisschen dunkler, aber hier unten gleich trotzdem noch raus. Jetzt müssen wir mal eben schauen, dass wir hier zumindest mit der Mausgeklicker hier alles rausbekommen aus den Lagern. Okay, das eine Lager steht hier außen. Das können wir so mitnehmen. Und das eine Lager ist ja, glaube ich, noch drin gewesen. Das holen wir uns jetzt mit den Riesen und den paar Kobolden. Und dann haben wir ihn hier weggefarmt. Das passt so, da geben wir auf. Ein bisschen Gold brauche ich auch noch. Ich kriege noch einen Bauarbeiter heute frei. Und habe ja gesagt, ich mache meine Erddev dann weiter. Also habe ich auch noch ein bisschen Nachholbedarf. Und vielleicht, ich gucke mal gerade ins Labor, 6 Tage, 3 Stunden. Da geht auf jeden Fall auch noch eine Mauer, denke ich mal. Die habe ich schon ewig nicht mehr gemacht jetzt. Was natürlich auch ein bisschen doof ist. So, jetzt haben wir noch 2 Platz, dann ziehen wir die dahin. Und wir haben viele, viele Kobolde verbraucht. Plus noch ein paar Riesen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und noch kein Zauber, okay. Ja, die habe ich jetzt geboostet, aber ich werde nachher bestimmt noch, weil die Folge jetzt keine Stunde geht, werde ich bestimmt noch ein bisschen weiterfarmen. Vielleicht mal mit so ein paar Magiern und noch ein bisschen anderen Truppen. Aber erstmal sehen wir zu, dass wir hier jetzt das Dunkle reinkriegen. In der Liga, oh, Client and Server are out of sync. Okay, dann synken wir mal wieder rein. Und sehen mal zu, dass wir jetzt die restlichen paar tausend Dunkles hier reinkriegen. Eigentlich ist das hier unten nicht so wirklich das Thema gewesen. Ich hätte das Dunkle jetzt auch schon zusammen gehabt. Allerdings habe ich auch extrem teuer im CK ausgegeben. Ich habe nämlich extrem viele Bowler gebaut und auch gespendet. Ich habe 2 Bowler-Angriffe selber gemacht. Dann habe ich meinen Chars, meinen Twink-Chars, etliches an Bowlern gespendet. Und auch noch andere Dunkeltruppen, Hunde etc. Das kostet natürlich auch immer ein bisschen. Deswegen habe ich eigentlich ein bisschen miese gemacht. Ich war schon knapp bei 170.000. Und deswegen muss ich das jetzt ein bisschen aufholen hier. Dass wir hier das Dunkle reinbekommen. Und natürlich auch das andere. Wir wollen das andere auch nicht ganz vernachlässigen. So, gucken wir mal, dass wir hier live einen Gegner finden, ohne dass ich hier irgendwo schneiden muss. Ich bin eigentlich tief genug in den Ligen, dass die Gegnersuche gar nicht so lange brauchen muss, bis wir was Adäquates gefunden haben. Denn hier unten tummeln sich nach wie vor viele, viele inaktive Bases oder Bases, die nicht sehr stark sind. Gemessen jetzt an meiner, ja, das ist natürlich schon ein ganz anderes Kaliber hier, aber wir gucken mal, dass wir hier etwas ranschaffen können, was es zu farmen gibt. Ja, das Event mit meinen anderen Chars muss ich auch noch machen. Das habe ich jetzt ein bisschen verpennt über Ostern, dass es da ja die 100 Juwelen gab und man muss ja 10-mal angreifen. Wenn du natürlich so gut wie gar nichts machst und spielst mehraccountig, dann hast das Problem, dass du dann mal so ein bisschen am Stück angreifen musst, also mindestens so 2-3 Mal in so einer Schildphase. Dann kriegst du wieder ein Schild, dann hast du noch 2-3 andere Angriffe, aber in der Regel wird das auf jeden Fall was. Und das könnte jetzt schon Gegner sein. Ach, viel zu wenig Dunkles, viel zu wenig Dunkles. Und ich hatte gedacht, ich kriege jemanden, der vielleicht am Rand das Dunkle stehen hat. Sowas würde mir natürlich viel, viel mehr entgegenkommen. Und deswegen brauchen wir genau solche Gegner hier, die wir hier jetzt gerade treffen. Wer genau hingehört hat, der hat jetzt auch den Schnitt gehört. Aber manchmal dauert die Suche einfach zu lange. Und wir können hier schon mal die Außenlager mitnehmen. Dankeschön an den Gegner, dass er uns seine Lager hier so schön zur Verfügung stellt. Das nehmen wir dankend entgegen und nehmen es auch gerne mit. Aber wir müssen natürlich auch ein bisschen ans Dunkle kommen. Mal sehen, wie wir das machen. Ich denke mal, ich werde da in jedem Fall meine Clanbox setzen müssen. An der Stelle. Denn das kriegen wir nicht mehr ganz so einfach hin. So, wir gucken mal, wie viel wir hier jetzt noch rausbekommen. Ja, das sieht ganz gut aus. Okay.
Ja, das ist noch okay. Dann ziehen wir hier... Ah ne, wir müssen noch nicht den Riesen nachziehen. Dann ziehen wir hier nochmal einen Riesen nach. 1, 2, 3 darauf. Hier noch einen Riesen nach. 1, 2, 3 darauf. Und hier einen Riesen gezogen. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ja, immer so drei Kobolde, die laufen ja immer ein bisschen weiter. Und das reicht hier für die Lager, das seht ihr selber. Jetzt hat er noch hier im unteren Bereich recht viel Alter, hat er noch viel Gold. Aber wir wollen das Dunkle haben und das steckt natürlich da drin. Und da hinten, also die Bohrer sind auch gut verteilt, ist ein bisschen doof für uns. Dann würde ich sagen, ah, der hat auch nur zwei Bohrer, okay, das ist egal. Dann würde ich sagen, gehen wir doch jetzt von hier unten mit rein, mit so ein paar Magiern. Ich guck mal, was ich in der Clanburg habe, ja, das passt. Die nehmen wir mit. Wir ziehen die Helden nach und mal sehen, die Mauerbrecher, machen die uns was auf? Ja, die machen uns in jedem Fall was auf. Dann hauen wir hier jetzt die Kobolde rein. Die können gar nicht, die haben zwar jetzt noch ein Lager außen zum Machen gehabt, aber die können jetzt nicht anders rein oder anders als in die Base hier mit rein. Und mal sehen, wie weit wir hier kommen. Wir friesen hier mal. Setzen hier einen Wut mit rein. Dann machen die erstmal das Rathaus und machen jetzt... Ja, das Mittellager haben wir schon mal. Das ist nicht schlecht und die flitzen bis da hinten hin. Ja, die sind echt stark. Die sind wirklich stark. Dann haben wir das Dunkle gleich auch. Ich zünde mal meinen King. Und jetzt haben wir noch 161.000. Mal sehen, wie weit die Queen da noch geht. Der King geht jetzt außen. Vorne sind noch ein paar Riesen und meine Queen ist noch gut dabei. Ja, ich denke mal, wir nehmen das Gold hier noch mit. Auch wenn... es jetzt meine Truppen hier stark trifft, aber hier setzen wir nochmal einen Wut. Dann kommen die Riesen auch nochmal in Wut und mein King auch nochmal. Damit ich ein bisschen mehr Truppen habe, zünde ich jetzt mal meine Queen, weil es sind jetzt nur noch drei Dev-Gebäude. Und ich habe ja doch noch einiges an Start, also schöner Neuner hier. Schön Lot hier, 167.000, wir kommen unserem Ziel schon etwas näher. Müssen aber noch ein bisschen was reinfahren. Ich habe ja auch immer einen ganz, ganz kleinen Verbrauch. Allerdings nicht am Dunklen im Moment. Am Gift. Gut, jetzt machen wir natürlich Pokis. Können wir nichts dran ändern, aber ja, ist schon krass. 1,2 Mille an Ressourcen. Und 4200 mit den Dunklen dann noch im Bonus. 4400 Dunklen. Ja, das ist natürlich top. Und Donnerwetter. Ich kriege hier 1000 an Dunklen auch noch als Bonus. Für den Sternbonus und kann den gleich nochmal holen. Das ist natürlich noch viel besser. Fordere aber gleich nochmal ein paar Truppen an und ich würde sagen, vier Truppen fehlen da. 1, 2, 3, 4. Wir bauen gleich nochmal nach und dann sehen wir uns im nächsten Angriff wieder. So, die Clanburg ist befüllt. Wir haben wieder volle Truppen für unsere weiteren Angriffe. Eigentlich habe ich jetzt schon das Gold für den beziehungsweise das Gold, das dunkle Elex für den King zusammen. Aber ich baue noch ein kleines bisschen mehr. Und der King hat ja auch noch ein bisschen Schub jetzt, 39 Minuten. Da wollen wir ihn mit zumindest nochmal in ein, zwei Angriffen sehen. Mal schauen, was uns vor die Linse kommt. So, das war schon mal ganz gut. Ich werde den King auch in der Boostphase dann gleich schlafen legen. Das hat einfach den Hintergrund, wenn ich jetzt noch ein bisschen weiter farme mit dem King, dann wird mir das viel zu spät, wenn ich den upgrade. Das heißt also, er wird dann irgendwann in der Nacht in 7 Tagen wieder fertig und dann kann ich ihn nicht gleich weitermachen, denn Ziel ist es dann in dieser einen Woche das restliche dunkle Elex für den letzten Level des Kings hier zu schaffen und das ist natürlich ein ehrgeiziges Unternehmen, also mal sehen, ob ich das hinkriege. Da muss ich wirklich heftig hier farmen mit dem Char hier und muss die anderen auch einfach echt mal liegen lassen. Dann machen die ihre ein, zwei Angriffe abends und das war's dann und ich muss sie wirklich ein bisschen mit dem Thorsten-Account reinhauen, dass wir hier richtig viel Ressourcen bekommen für den King auf seiner letzten Reise dann. Und dann kann ich endlich, bis ich RH11 werde, also
Das könnt ihr euch selber mal angucken, wie viel Mauern ich zu machen habe und auch noch wie viel Def ich noch zu machen habe, nämlich die gesamte Erddef, also alle Kanonen, alle Minenwerfer, fast alle Fallen, die beiden Luftfeger. Also da werden noch etliche Wochen bei drauf gehen, aber ich habe dann zumindest immer beide Helden in den CKs und kann ganz munter die CKs mitmachen, brauche das Dunkle nur noch zum Truppenfarm erstmal im RH10-Bereich und also für das, was ich dann noch an Dunklen im Labor machen muss und kann dann aber die ganze Zeit CKs mitspielen und schön Mauern machen, immer schön alle 3 Millionen hier ein Mäuerchen und das ist natürlich auch krass. Die anderen Sachen, die ich jetzt zu machen habe, das sind noch die beiden X-Bogen, die nochmal richtig Asche kosten, also die kosten ja nochmal 7 Mille. Hey, der ist schön, den nehmen wir mit. Ja, das ist ein schöner hier, der, wo hat er denn seine Lager, seine, ach da, okay, da und da. Und da das, auch, das ist sogar eine aktive Base. Dann gucken wir mal, wie wir da rankommen an sein Zeug hier. Weil das ja doch in der Mitte steckt. Und aber erstmal Gold und Elex hier einsacken. Und das bisschen Dunkle draußen. So. Jo. Das ist super. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Die schießen darauf. Okay. Oh, da kann ich hier noch Mauerbrecher reinschicken. Mal gucken. Komm, 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 komm. Macht das Lager da. Ah, die machen das Lager nicht ganz da. Okay, dann schicke ich hier noch einen von denen rein und dann müssen die jetzt aber das Lager machen. Das wäre ganz schön, dass ich da nicht noch andere Truppen aufwenden muss. Ja, muss ich nicht. Super, jetzt hat er natürlich noch 200 da drin. Das ist ein bisschen doof. Mal sehen, wie viel er da drin hat. Ah, okay. Die gehen da ganz drauf. Das ist ja jetzt nicht ganz so viel, was er da jetzt noch drin hat. Ja, den Rest oder der Rest steckt hier im Lager. 915. Ich würde fast sagen, das lohnt sich nicht wirklich. Ach, ist egal. Wir schicken unsere Truppen hier rein. Komm, das nehmen wir mit. 915 sind fast 1000. Ist egal. Und das holen wir uns in jedem Fall noch. Mal sehen, kriegen die Mauerbrecher das da aufgesprengt? Ah, haben sie schon aufgesprengt. Okay. Dann wird die Queen hoffentlich damit reingehen, hinter den Riesen her. Und nicht noch irgendwo anders hergehen. Ah, doch, die geht woanders her. Mann, 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 ich hatte jetzt eigentlich keinen Bock, meine Clanburg dafür zu opfern. Ah, brauche ich auch nicht. Okay. Ah, okay. Die Queen macht das dicke Lager. Ja, wunderbar. Dann können wir die hier auch zünden. Und, ja, jetzt dann nehmen wir die 196 aus dem RH noch mit. Oder sie stecken halt in der Clanburg. Ja, es steckte fast alles im RH. Okay, waren nochmal 2000 Dunkles dazu. Und wir sind immer noch voll. Haben noch unsere Clanburg. Ja, hauen wir gleich nochmal rein. Bevor er dann auf die Reise geht, der King. Wird zwar jetzt eine etwas längere Clash of Clans Folge, aber ich hoffe, das stört euch nicht. Auch wenn man hier manchmal ein bisschen sucht, das ist dann leider so. Ist ja, eigentlich ganz gut. Ich verblase diese Truppe hier jetzt auf jeden Fall komplett in eine Base. Weil ich dann ja noch immer noch im Boost-Modus bin und die nächsten Sachen schon fast wieder fertig sind. Ja, mal gucken. Oh, wir haben auch schon ganz schön viel Gold. Da können wir gleich auf jeden Fall was ausgeben. Und wir können auch sicherlich die ein oder andere Mauer machen hier. Oh, das sind hier alles... Mann, die haben hier echt viel Lot. Ja, aber manchmal auch nicht zu machen für uns. Okay, der ist ein bisschen zu klein. Der hier sieht ganz gut aus, aber ein bisschen zu verzwickt. Wir sind ja auch im Farm und im CK. In unserem nächsten CK übrigens haben wir wieder einen Gegner, der zu uns passt. Also, bis auf, dass der Gegner ein RH8 hat. Wir haben, wie ihr wisst, keine RH8 in unseren CKs mit drin. Und sieht das aber ganz gut aus. Der Gegner ist eigentlich überlegen, was die RH11er angeht. Aber alle RH11er haben nicht gute Truppen und nicht so gute Helden. Also nicht so eine krasse Truppe, wie die letzten es waren.
Ja, schaffen wir es denn hier eigentlich nicht bis zum Dunklen? Guck mal, der hat da ganz, ganz viele in der Mitte stehen. Und da hinten die Bohrer. Ach nee, das ist ein Elber. Das machen wir nicht. Den Elber können wir nicht mitnehmen hier. Das wäre echt Blödsinn. Und dann lieber so einen mit hier. Der hat zwar ein paar Infernos, die können wir aber beide friesen. Und wenn ich jetzt meine Riesen schicke, dann müssten die auch eigentlich geradeaus gehen. Ich glaube, den machen wir mal. Pass auf, wir nehmen mal hier einen Riesen und räumen hier die Lager ab. Ja, wir räumen das Lager hier erstmal ab. Und wir räumen die Lager hier ab. So, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. So, dass unsere Riesen jetzt nämlich auf den komischen Bombenturm hier gehen. Das sollten sie eigentlich auch machen. Ja, machen sie auch. Ja, super. Dann machen wir hier so ein bisschen weg, dass unsere Truppen nicht ganz so stark hier abschweifen. Ziehen hier unsere Helden nach. Die müssten eigentlich jetzt reingehen, die Helden. Ich hau hier trotzdem noch Mauerbrecher rein. Warum auch nicht? Ich hab's ja nun über. Und ziehe mal jetzt die Kobolde hier mit rein. Okay, die gehen leider darauf. Aber die sollen ja aufs Dunkle. Wann gehen die aufs Dunkle? Jetzt gehen sie aufs Dunkle. Jetzt gehen die aufs Dunkle drauf. So, hier friesen wir. Nein. Oh nee, ich hab nicht richtig gefriest. Ach scheiße, ich habe nicht richtig gefriest, habe nicht auf die Queen geguckt. Ah, das haben wir nicht gekriegt. Scheiße. Das habe ich mir anders vorgestellt. Der Plan war gut. Die Ausführung war scheiße. Die Ausführung war scheiße. Und was willst du machen? Mal gucken, ob wir den Stern wenigstens noch holen. Ja, den Stern werden wir noch holen mit dem Magiern außen. Und dem King. Ja, doof. Naja, ist nicht so tragisch. Haben wir nichts gekriegt. Oder so gut wie nichts bekommen. Die Bohrer standen ja auch sehr verteilt. Ich habe gedacht, ich kriege das Dunkle in der Mitte, indem ich das Rathaus friese und die Inferno stehen eigentlich so dicht dabei, das ist so wie meiner CK-Base. Da habe ich mir ein bisschen mehr erhofft. Mal sehen, ob der Magier das hier jetzt noch packt. Aber ich denke schon, der wird nicht mehr in die Range des Bogenschützen kommen und ist eine aktive Base hier. Ja. Okay, haben wir den Stern gekriegt. Kriegen wir noch das bisschen Bonus rein. Ein Fehlangriff. Kann ja ruhig dabei sein in einer Folge. Aber wir haben zumindest das Dunkle für den King komplett beisammen. Ich würde sagen, wir nehmen hier jetzt auch alles mal aus der Treasury raus. Haben 8 Mille da oben. Jetzt muss ich mal gerade rumrechnen. Das passt in jedem Fall. Wir nehmen den Bauarbeiter hier. Das ist jetzt egal, die halbe Stunde. Das macht mir nichts. Und haben jetzt nur 5000 Dunkles. Also wir haben richtig was zu ackern jetzt. Haben aber 7 Millionen an Elex und 8 Millionen. Ich wollte hier hinten den Mortar eigentlich machen, also die Minenwerfer, den mache ich jetzt auch. Und dann fahren wir uns mal, beziehungsweise wir geben mal richtig so weit was aus, dass wir... Ah, super. Ich kriege richtig was hin, da muss ich jetzt mal einmal rein spulen. Das ist die Ecke und die können wir noch machen hier. Und wir können noch eine Mauer machen hier. Ich würde sagen, dann nehmen wir die, dann haben wir die Ecke fertig. Ja, super. 3 Mauern gemacht, das ist natürlich auch stark. Haben den Minenwerfer am Start, haben einen Bob frei. Und der nächste Bob wird auch erst in 4 Tagen frei. Das haben wir. Das heißt, wir haben jetzt erstmal 4 Tage Zeit. Aber ich habe natürlich immer einen Bob frei, weil ich nur mit 4 in meine Base ausbaue. Und mir einfach einen freilasse für Helden bzw. für Mauern. Und ja, das war es eigentlich von dieser Farmfolge hier. Also Boost für den King. Hat funktioniert. Ich werde jetzt noch ein bisschen weiter boosten. Ich trainiere gar nichts. Das ist natürlich super blöd. Und muss hier noch ein paar Sachen jetzt nachbauen. Ja, das passt aber so. Zauber haben wir nicht ausgegeben. Ja, sauber. Wenn euch die Folge gefallen hat hier mit dem Boosten für unseren King auf seiner vorletzten Reise, dann lasst mir einen Daumen nach oben da. Wenn ihr noch kein Abonnent bei mir seid, am Ende des Videos könnt ihr mich abonnieren. Und ich verbleibe euer Toto. Clash.